So, wir spielen den ersten Abschnitt des letzten Kapitels von Castlevania und machen uns auf die Suche nach dem Vergessenen. The Forgotten One. So. Das ist hier. Das sieht aus wie eine kleine Arena. Oh ja. Oh nein. Das ist eine fiese Kombination. Okay. Ach, dieses Licht ist einfach herrlich. So. Das hätte, glaube ich, auch weitaus schwieriger enden können. Und fataler für uns. Rums. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Ja, das ist er. Der Vergessene. Größe groß, Schwierigkeit hoch. Die Bernard-Familie hatte zahlreiche schreckliche Verbrechen zu verantworten. Zumeist handelte es sich dabei um teuflisches Zauberwerk und dämonische Rituale. Das Furchtbarste jedoch war die Beschwörung der Kreatur, die der Vergessene genannt wird, eines bösen Monsters von gewaltiger Macht. Diese Wesenheit herrschte über die Elementarebene der Finsternis und entkam den magischen Fesseln der Bernards alsbald. Schließlich kämpften die drei Gründer der Bruderschaft des Lichts gegen den Dämon und nutzten ihre Kräfte, um ihn auf ewig einzusperren. Zumindest dachten sie das. Nun wartet das Monster ungeduldig auf seine Befreiung. Er picht darauf, sich an der ganzen Menschheit zu rächen. Tja, haben die wohl vergessen. Okay, ich glaube, wir müssen hinter ihm herklettern. Okay, hoch. Schwingen. Oh, oh. Das ist kräftigst in die Buchse gegangen. So, nächster Versuch. Das kriegen wir noch hin. Irgendwann. So, geht doch. Der Dämon hat deine... Such. Versteck dich sofort. Okay, hier um die Ecke. Wie hoch? Der Vergessene hält nach etwas Ausschau. Der Vergessene fliegt. Ah, der will sich wahrscheinlich auch den Weg nach da oben bahnen. Also springen. Und. Oh, krabbeln. Oh nein. Die Lava steigt. Ja, die Lava steigt. Hopp. Ja. Beste.
Ja, klappt doch alles wunderbar. So. Und. Festhalten. Was müssen wir da machen? Das Teil wahrscheinlich abreißen. Jawohl, und weiter. Und hoch. Und rüber. Und hoch. Und hoch. Und um die Ecke. Und rüber springen. Und wieder um die Ecke. Oha. Oha. Hoch. Hoch. Und runter. Spring. Meine Güte. Ach, komm schon. Ja, das wissen wir jetzt. So, und nochmal das Ding abreißen, ne? Okay. Schnell, Gabriel. Oder Dracula. Sollte ich dich gleich schon so nennen? Hm? Oha, oha, oha. Und da ist der Speicherpunkt. Wo kommen wir denn da? Okay. Zieh dich hoch, zieh dich hoch, zieh dich hoch, zieh dich hoch. Wow. Das ging jetzt aber schneller. Mir wird gleich schwindelig. Ja, komm. Zieh dich hoch. Ja. Ja. Beste. Ja. Halt dich doch mal da fest. Oder steigt die Lava eh nicht mehr? Achso, okay. So. Sag einmal. Oha, da ist er wieder. Er hat mal schon fast. Vergessen. Oha. Hat uns nicht gesehen. Gut. Okay. Hinter ihm her. Okay, was müssen wir machen? Ach so, ausweichen. Der Sat-1-Superball ist da. Rechts. Links. Ja, perfekt. Besser hätte es nicht laufen können. Das war's? Das glaube ich nicht. Das ist so. Jetzt aber schnell weg. Also wenn uns jetzt noch nicht bemerkt hat. Oh oh.
glaube, wir waren zu langsam. Das sind schon eine Menge Bildschirmtode. So, und hoch. Jawohl. Okay, der kloppt uns die Ritzen frei. Auf der Eck. Hat uns nicht gesehen. Und weiter geht's. Hoch auf die Kante. Ich glaube, wir haben es geschafft. Treten wir gegen ihn jetzt an. Wir sind schwach auf der Brust, der Gute. Auf geht's. Stabil dir. Und Karo und zack. Oder auch nicht. Natürlich nicht. Wir haben ihm einen Teil seiner Rüstung zersplittert. Ich vermute mal, dass das die verwundbare Stelle sein wird, auf die wir jetzt gleich richtig feste einprügeln müssen. What is this? A human here? Who are you? Fool! I am your destroyer, demon. You! Pathetic mortal. Nothing can overcome my power. That outfit. You are a warrior of the Brotherhood, but something about you is different. Your soul is unusual. Mark my words, when I am through with you, you will beg for your miserable life! Is that so? You think you could defeat me now that part of my power is destroying the seal? Hear me, warrior. My power is unlimited. I will strip the living flesh from your body and devour your soul. Enough talk! How about you? Die Haut abziehen. Wo bin ich? Da. Ah, der Meter ist ganz schön schnell aufgeladen. Der Fokus. Also wenn ich da nicht gesprungen bin, ich weiß auch nicht. Okay. Kleines Zwischenevent. Oder nicht.
hoffe, dass danach kurz gespeichert wird. Ja, ich vermute mal, wir legen einen weiteren Teil seiner Rüstung frei. Jawohl. Dann komm mal her. Aua. Ach, komm schon. Oh, oh. Jo. Das war der Tod mit Ankündigung. Lass mich doch mal jetzt hier auf dich zulaufen. Jawohl. Ja. Läuft. Nächster Versuch. Meine Güte. Ja, alles klar. Wir kriegen richtig auf die Ohren. Jo. Können wir direkt neu starten gleich. Ja, perfekt. So. Huzzah. Jetzt ist aber langsam gut. Jo, na klar. Ja, perfekt. Nein. Puh, hatte das der Kleine. Rack, rack.
legst mir am Arsch. Jo. Oh, ich glaube, da wird noch ein ziemlich langes Unterfangen hier. Der uns jetzt noch getroffen. Jo, na Stamper, und das war's. Tschüssi, nächster Versuch. Meine Güte. Jetzt aber gut. Ich war in der Luft, nein, ist egal. So. Ja, komm. Na, so nicht. So, okay. Okay, wir haben es geschafft. Das wurde auch Zeit. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Auf den Stein. Jawoll, Rums. Hier. Kiesel.
I underestimated you. You are a worthy rival. However, you must know that you would not prevail here. I grow tired of your idle boasts. Trust me, they will be the last thing you will ever hear. Easier to end yourself now, warrior, by your own hand. You will suffer. That, I can promise. You will never find peace. In light, no darkness. So, das war's. Mit dem Dimensionsgefängnis. Nehmen noch schnell hier den letzten. Vorletzten. Die Luftwelle. Da fehlt nur noch der ultimative Schatten. So, okay. Mission fortsetzen. Wir begeben uns ins letzte Level des letzten Kapitels. Und zwar in die Unterwelt. Despite his boasts, our last confrontation had proven to me that the demon could be hurt. I would need to be patient and bide my time in order to take the opportunity that I knew would eventually come. I could wait a lifetime for that moment, but I didn't care anymore. I was past that now. Time was my friend, and an eternity of blood my destiny. I would make this monster pay. He will know fear. He will taste the bitterness of defeat and look into the eyes of the dragon. As his life force spills onto the ground before him. Look upon me, demon, for I am darker and more terrible than thee. I am that dragon, and you are my prey. So, das ist also der Beginn der Unterwelt, der Beginn vom Ende, vom endgültigen Ende von Castlevania, Lords of Shadow. Wie es im nächsten Abschnitt weitergeht, sehen wir dann. Bis dahin, danke fürs Zusehen, macht's gut.